Vor 3 Jahren stand Zurose kurz vor dem Aus. Jetzt ist die Schweizerische Ärzte AG zurück und auf dem besten Wege, erfolgreicher zu werden als je zuvor. Mit dem Kauf von Doc Morris steigt die Gruppe zum größten Arzneimittelversender in Europa auf. Vom niederländischen Herlen aus beliefert Doc Morris 1,3 Millionen Kunden. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei knapp 330 Millionen Euro. Bei Celesio wollte man Doc Morris dringend loswerden. Viele Apotheker hatten dem Großhändler Gehe den Rücken gekehrt, nachdem der Mutterkonzern die Versandapotheke 2007 übernommen hatte. Mit einem Kaufpreis von 25 Millionen Euro war Doc Morris daher vergleichsweise billig zu haben. Zurose muss nun überlegen, wo gespart werden kann. Über 3 Versandapotheken beliefert die Gruppe deutsche Patienten. Doc Morris versendet aus Holland, VfG aus Tschechien und Zurose aus Halle in Sachsen-Anhalt. Mit politischer Unterstützung hatten die Schweizer 2004 ein Logistikzentrum in der Saalestadt gegründet. Wegen des Fremdbesitzverbots fungiert die Firma aber lediglich als Dienstleister für die gleichnamige Offizin- und Versandapotheke. Das Bundesverwaltungsgericht hatte eine Klage gegen die Konstruktion erst im vergangenen Jahr abgewiesen. Ob Zurose diesen Standort halten oder die Logistik in den Niederlanden bündeln wird, bleibt abzuwarten. Im kommenden Jahr wollen die Schweizer ihre Pläne vorstellen.